Starke Menschen sind Menschen, die kämpfen, verdammt. Die weitermachen. Die immer einmal mehr aufstehen, als sie auf die Fresse fliegen. Und nur darum geht's. Verdammt, es ist scheißegal, wie stark du bist, wie gut du bist, wie viel du an dir arbeitest. Es wird immer Momente im Leben geben, wo du am Arsch bist, wo du unten bist, wo du am Boden liegst, wo dich ein Mensch enttäuscht, wo du eine Trennung durchlebst, wo du selbst verkackt hast und einfach nicht mehr kannst. Momente, in denen du einfach unglücklich bist, wo dein Herz bricht, wegen was auch immer. Und für mich gibt es drei Dinge, die du dann wissen und tun musst. Das erste, was du wissen musst, du kannst es verdammt nochmal nicht ändern, ob du es willst oder nicht. Einfach akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Das Leben passiert. Und es passiert oft Scheiße, die wir nicht beeinflussen können. Es ist vielleicht nicht deine Schuld, dass sich jemand von dir trennt. Es ist vielleicht nicht deine Schuld, dass du verkackt hast. Aber es ist deine Verantwortung, wie du darauf reagierst und was du daraus machst. Darum geht's. Und es bringt nichts, ewig negativ darüber nachzudenken, dich fertig zu machen oder dich zu bemitleiden. Und auch wenn es eine Scheißsituation ist, es bringt dich nicht weiter. Nichts bringt es dir. Sei kurz am Arsch, zeig Emotionen, das ist menschlich, aber akzeptiere dann so schnell wie möglich, dass es ist, wie es ist und hör auf, dich fertig zu machen über eine Sache, die du nicht mehr ändern kannst. Sondern denke so schnell wie möglich darüber nach, was du jetzt tun kannst und übernimm verdammt nochmal Verantwortung für dein Leben. Das zweite, was du unbedingt wissen musst, diese Momente zeigen, wer du wirklich bist. Dein Charakter zeigt sich nicht, wenn du da oben bist und alles funktioniert und du Erfolg hast. Dein Charakter zeigt sich vor allem, wenn du da unten bist, wenn du am Boden liegst, weil du dir da erst wirklich beweisen kannst, wer du wirklich bist und wie stark du bist. Machst du einen Schritt nach vorne oder machst du einen Schritt zurück? Macht es dich nur stärker oder zerstört es dich? Stehst du auf oder bleibst du liegen, verdammt? Und jeder Einzelne von uns hat den Moment, wo er wieder zurückkommt. Jeder Einzelne von uns hat den Moment, wo wir aufhören, darüber nachzudenken, wie schlimm alles ist und wie scheiße alles ist, sondern wo wir aufstehen, wo wir Verantwortung übernehmen und verdammt nochmal weitergehen. Und das ist Stärke. Starke Menschen sind nicht Menschen, die nie hinfallen. Hinfallen tun wir alle, und zwar oft. Sondern starke Menschen sind Menschen, die kämpfen, verdammt. Die weitermachen. Die immer einmal mehr aufstehen, als sie auf die Fresse fliegen. Und nur darum geht's. Und das sind Gewinner. Das ist ein Mindset. Und das ist die wichtigste Eigenschaft, um im Leben etwas zu erreichen. Und das Dritte, was du wissen musst, und was für mich das größte Learning von allen ist, unten zu sein, am Boden zu sein, gibt dir eine Chance. Die Chance aufzugeben und zu verlieren oder die Chance an dir zu wachsen, dich weiterzuentwickeln und eine noch bessere Version von dir selbst zu werden. Wenn wir da unten sind, wenn wir am Arsch sind, wenn wir am Boden sind, wachsen wir am allermeisten. In diesen Momenten lernen wir so viel wie sonst nie. In diesen Momenten entwickeln wir uns am meisten weiter und zwar viel mehr, als wenn wir da oben sind und alles perfekt läuft. Das heißt, wenn du solche Momente durchlebst, solche Zeiten durchlebst, nimm es als Chance, verdammt. Als Chance, einen neuen Schritt zu machen, zu wachsen, dich weiterzuentwickeln und noch stärker da rauszukommen, als du es davor warst. Denn eine Sache musst du wissen. Es werden sehr wahrscheinlich in deinem Leben Momente kommen, Zeiten kommen, die noch viel schlimmer sein werden, als die Momente und diese Zeit, in der du dich jetzt gerade befindest. Das bedeutet, dich darf das nicht kaputt machen, dich darf das nicht runterziehen, du musst das meistern, du musst da rauskommen, du musst es als Chance sehen zu wachsen und eine noch bessere Version von dir selbst zu werden. Das ist die einzige Option, die es dabei gibt. Und am Ende will ich dir noch sagen, gib nicht auf. Gib niemals in deinem Leben auf. Mach immer weiter und werde zu einer noch stärkeren Person, egal was in deinem Leben passiert. Und du kannst das.